Virus hier, Virus da, Virus dort. Chris, wie kann ich denn mein Immunsystem stärken? Wie kann ich denn in Zeiten wie diesen schauen, dass alles Paletti ist und dass ich gesund bin? Diese Frage hat mich vor kurzem erreicht, beziehungsweise in diesem Bereich mehrere Fragen. Und wie das so bei RockTV ist, wenn mehrere Fragen in einem gewissen Bereich auftauchen, stelle ich das zusammen, sammle dich alles zusammen und mache eine eigene RockTV-Folge daraus. Und genau das habe ich auch heute gemacht. RockTV Folge 115. Und zwar genau aus gegebenen Anlass zu dem Thema Viruskrankheiten, Infektkrankheiten etc. Wir beschäftigen uns auf der einen Seite mit den Maßnahmen, wo wir zwischenmenschlich sozusagen versuchen, das Ganze einzudämmen. Sprich, die Politik sagt, naja, versuchen wir große Menschenansammlungen zu vermeiden, wo wir uns dann gegenseitig anstecken können. Versuchen wir, dass wir die Schulen schließen, die FHs schließen etc. All das ist gut dafür, dass wir im Prinzip das Infektrisiko von einem auf die andere Person reduzieren. Aber es gibt ja noch einen zweiten Bestandteil. Wie gesagt, das eine ist das Zwischenmenschliche. Das andere ist aber das, was können wir denn bei uns im Körper machen? Stichwort Immunsystem. Wir alle haben eine Immunpolizei, sprich das, was beispielsweise über unsere Schleimhäute in unseren Körper gerät, wird mittels Immunsystem gefightet, sprich wird erledigt und ja, am Eindringen in den Körper verhindert oder gehindert. Und dementsprechend hat unser Immunsystem ganz eine zentrale Bedeutung. Und wir schauen uns heute an, wie man dieses Immunsystem stärken kann. Denn es gibt einfach ein paar Grundregeln, die dafür sorgen, dass wir einfach nicht anfällig sind in dem Bereich. Und das sind genau die zwei Hauptaufgaben. Aufgabe Nummer eins ist es, was uns die Politik jetzt vor, ja, ich glaube, letzte Woche gut vorgeschrieben hat, sprich Einschränkungen im sozialen Leben. Und das zweite ist einfach, dass wir schauen, dass wir selbst gesund sind. Denn wenn wir gesund sind, dann tun wir uns leichter, dass wir uns gegenseitig helfen. So, da trudeln uns schon die ersten ein. Der Alfred ist mit dabei, die Gabi ist mit dabei, Christoph ist mit dabei. Herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. Ja, das Thema kurz eingeleitet. Einerseits schauen wir uns an, was man ernährungstechnisch machen kann, damit das Immunsystem stark ist. Und das Zweite ist, ich habe euch 7 Tipps mitgebracht für ein starkes Immunsystem und für die Vermeidung von Infektionen. So, und da sehe ich gerade, der Reinhard ist auch mit dabei. Der Reinhard ist gerade an einem ganz speziellen Ort. Reinhard, vielleicht kannst du kurz reinschreiben, wo du dich gerade befindest. Zwar nicht in Österreich, sondern ganz, ganz weit weg. Sehr cool, freut mich. Maria ist mit dabei, Bert ist mit dabei, herzlich willkommen. So, ich würde vorschlagen, wir starten einmal direkt los. Und zwar Grundlagen für ein starkes Immunsystem. Immunsystem, wie ich schon gesagt habe, das Immunsystem sorgt dafür, dass wir mit den zig Millionen Bakterien, Viren, Pilzen, was auch immer von uns außen, auf uns eintrudelt sozusagen, damit unser Körper nicht bei jeder Kleinigkeit krank wird, gibt es eben das Immunsystem. Und das Immunsystem ist ein extrem komplexes Thema, das schauen wir uns heute nicht an, aber man kann es im Prinzip so vereinfachen, das Immunsystem sorgt dafür, dass einfach die Wirkungen von außen nicht in unseren Körper gelangen und wir gesund bleiben. Sprich, wenn wir uns irgendwo schneiden beispielsweise, damit das Ganze verheilt, damit das Ganze sich nicht entzündet etc. Das ist ein Beispiel, was unser Immunsystem macht. So, und damit dieses Immunsystem funktioniert, braucht unser Körper natürlich entsprechende Nährstoffe bzw. entsprechende, wie formuliere ich es? Ja, sagen wir mal Nährstoffe bzw. Dinge von außen, die ich zuführe. Und genau diese Dinge schauen wir uns jetzt an. Starten wir mal los mit dem ersten. Nonanät, die Ernährung. Unser Körper kann nur dann funktionieren, wenn wir ihm einen Brennstoff zuführen. Nehmen wir das klassische Beispiel her. Wenn du ein super Auto hast, du kannst noch so ein schönes, hübsches Auto haben, wenn du da keinen gescheiten Sprit rein tust, dann fährt das Ding nicht. Genauso ist es auch bei unserem Körper. Du kannst den schönsten, hübschesten, tollsten, wohlgeformtesten Körper haben. Wenn die Ernährung nicht passt, wirst du über kurz oder lang irgendwelche Mangelerscheinungen haben, sei das jetzt Proteinmangel, sei das jetzt Mikro- oder Mineralstoffmängel. Von daher, Ernährung steht an allererster Stelle. Unser Immunsystem funktioniert unter anderem auf Basis von Proteinen. Das heißt, Punkt Nummer 1 ist wichtig, ausreichend Protein zu führen. Das sage ich nicht nur, weil ich Rocksports Biosportnahrung produziere, sondern all diese Dinge, die ich da heute erzähle, das ist so wie bei jeder RockTV-Folge,
schauen uns wir Dinge an, die wissenschaftlich fundiert sind. Das heißt, das könnt auch ihr nachrecherchieren. Unser Immunsystem basiert zu vielen Teilen auf unterschiedlichen Proteinen. Proteine sind im Prinzip nichts anderes wie zusammengestopfte Aminosäuren. Aminosäuren sind sozusagen die Bestandteile der Proteine. Und Proteine führen wir beispielsweise über die Ernährung zu. Das heißt, wenn wir ein Stück Fleisch essen, wenn wir Hülsenfrüchte essen etc., führen wir das Eiweiß unserem Körper zu. Und diese Baustoffe verwendet der Körper dazu, damit alles bei uns funktioniert. Sprich, Immunsystem, Stoffwechsel etc. So, jetzt schauen wir mal, weil da gibt es schon ein paar Kommentare. Die Ingrid, hi, auch mit dabei. Markus ist mit dabei. Ah, der Reinhard hat schon geschrieben. Der Reinhard, für all die da zuschauen, ist eben nicht in Österreich, sondern in Karak. Und zwar ist es in Jordanien im Zelt. Das ist richtig cool. Freue mich, dass du mit dabei bist. Und ich hoffe, dass es dir gut geht, Reinhard. Und ich glaube, da unten gibt es ja den Wahnsinn noch nicht so ganz wie bei uns, den Klopapierengpass. Ja. Zurück zum Thema. Ernährung, Punkt Nummer 1, Protein, das heißt ausreichend Eiweiß zuführen. Das ist das, was ich immer predige, ist vor allem für die Sportler wichtig, aber es ist auch wichtig, damit wir schlicht und einfach gesund bleiben. Zu wenig Eiweiß bedeutet zu wenig Baustoff und unser Stoffwechsel kann nicht so funktionieren, wie wir uns das vielleicht wünschen. Punkt Nummer 2, die kleinen Helferchen, Vitamine, Mineralstoffe. Da gibt es unterschiedliche Vitamine, zum Beispiel A, E, die fettlöslichen Vitamine oder C, B6, B12. Das sind die, die unmittelbar mit der Funktion vom Immunsystem in Verbindung gebracht werden. Heißt es nicht, dass ich genau diese Dinge da supplementieren muss, aber die hat man eben vor allem im Bereich des Immunsystems, sieht man da die Verbindungen. Geht weiter dann mit den Mineralstoffen, Eisen, Zink, Selen, Magnesium, Kupfer, all das sind Dinge, die man dann über die Ernährung zuführen sollte. Ich löse das Ganze dann gleich noch auf, denn jetzt muss man nicht irgendwo in einen Webshop hinlaufen und uns genau all diese Nahrungsergänzungsmittelchen kaufen. Es gibt auch einen kürzeren und besseren Weg, den zeige ich euch dann gleich. Aber das sind auf alle Fälle mal die Vitamine und Mineralstoffe, die vor allem für gut funktionierendes Immunsystem wichtig sind. So, sehe ich gerade, Reinhard, der lacht. Coole Sache, freue mich, dass du mit dabei bist. Punkt Nummer 1, Ernährung, schauen wir uns dann noch im Detail an. Das heißt, Proteine, Vitamine, Mineralstoffe, die essentiellen Nährstoffe, die unser Körper zum Funktionieren braucht. Punkt Nummer 2, nona net, Flüssigkeit, ausreichend Wasser zuführen. Das Wasser ist wie das Öl im Motor. Ohne Öl, irgendwann wird das Ding einen Verreiber haben und dann funktioniert nichts. Wir wollen natürlich nicht, dass wir einen internen Verreiber haben, von daher ausreichend Wasser trinken. Gibt's ganz klassisch, werden wir da noch drauf hinkommen, einen Pipi-Test. Wenn ihr beim Pipi gehen einen Farbcheck vom Urin macht, dann könnt ihr schon mal ganz gut schauen, bin ich ausreichend hydriert oder ist da vielleicht Nachholbedarf. Ausreichend hydriert ist, wenn man klar bzw. sehr hellgelb pinkelt. Sobald es sehr in das Dunkle reingeht, ist es ein Zeichen dafür, dass da vielleicht zu wenig Wasser zugeführt wird. Das heißt, Flüssigkeit. Das dritte, essentielle Fette. Für den einen oder anderen sagt wahrscheinlich der Begriff Omega-3 was. Ganz ein großer Hype aktuell, Omega-3-Fischöl. Auch diese Öle, die sind essentiell für unseren Körper. Gibt es auch wieder zig verschiedene Anwendungsgebiete, wofür diese Omega-3-Fettsäuren bei uns im Körper verwendet wird oder verwendet werden. Die sind aber ganz, ganz wichtig auch zuzuführen. Und der letzte Punkt, das ist jetzt nicht erschöpfend, aber das sind sozusagen die wichtigsten Überpunkte, sind die Antioxidantien. Zu den Antioxidantien zählt beispielsweise das Vitamin C. Sind wir auch wieder da bei den Vitaminen da oben. Bedeutet aber jetzt nicht, dass wir separat über irgendwelche Pülferchen das Vitamin C zuführen sollen. Denn am allerbesten ist es, und für die, die bei Rock TV schon länger mit dabei sind, die wissen, ich bin ein Verfechter von einer möglichst naturbelassenen, unverarbeiteten Ernährung, sprich eine gesunde Ernährung. Und eine gesunde Ernährung bedeutet, gibt es mein Credo immer, die 80-20-Regel. Schaut, dass 80% möglichst unverarbeitet ist, sprich Lebensmittel, die keine Zutatenliste brauchen, wie ein feines Biofleisch, feines Biogemüse, Obst, Hülsenfrüchte, all diese Dinge, die keine Zutatenliste brauchen, das sind unverarbeitete Lebensmittel. Und wenn ihr damit kocht und die möglichst frisch zubereitet, so wie wir glücklicherweise in Österreich die Möglichkeit haben, frische, feine Lebensmittel uns zu kaufen,
dann haben die von Haus aus viele Vitamine und Mineralstoffe drinnen. Und je weniger verarbeitet diese Produkte sind, deshalb sage ich ganz eine große Betonung auf möglichst unverarbeitete Produkte, je unverarbeiteter die Dinge sind, desto höher ist der Vitamin- und der Mineralstoffgehalt. Und wenn ich dann auch noch auf ausreichend Protein schaue, beispielsweise Fleisch oder für die Veganer unter uns, Hülsenfrüchte, Linsen und solche Dinge, wenn ich dann noch ausreichend Eiweiß zuführe, naja, dann habe ich im Wesentlichsten all diese Dinge schon abgesteckt. Omega-3-Fettsäuren beispielsweise in fettigen Fisch, Lachs etc. Aber im Grunde sind all diese einzelnen Punkte zusammengefasst unter dem Überbegriff gesunde Ernährung. Das heißt, wenn wir normal auf die Ernährung schauen, dann funktioniert auch unser Immunsystem normal. Das heißt, auch wenn da jetzt droben steht, Immunsystem schützen, gegen Infektkrankheiten etc. bestehen, das sind alles Dinge, die unser Körper von Natur aus kann. Und gerade in Zeiten wie diesen, wenn wir dann speziell auf unsere Ernährung schauen, sprich wir fit sind, dann haben wir einfach ein starkes Immunsystem und das ist ganz, ganz wichtig. So, das ist einmal, sind einmal die Grundlagen. Wenn man das hat, dann funktioniert das. Das ist genauso wie wenn ich ein Haus bauen möchte. Was brauche ich? Ich brauche Ziegel, ich brauche Zement. Wenn ich die beiden Dinge habe, kann ich Stück für Stück eine Mauer bauen. Das sind im Prinzip genau die Bausteine dafür, damit das Immunsystem funktioniert. So, und darüber hinausgehend habe ich jetzt noch 7 Tipps mitgebracht, die dann auch für den Alltag gut funktionieren, damit das Immunsystem funktioniert und damit man einfach Infektkrankheiten, das kann jetzt ein Corona oder was auch immer sein, das sind jetzt keine Heilbedarfe oder das sind jetzt keine Heilversprechen, die ich da mache, sondern das sind grundlegende Dinge. Wenn man die beachten, können wir einfach das Infektrisiko minimieren. Einerseits haben wir uns jetzt die Ernährung angeschaut, jetzt starten wir direkt in die Tipps rein. 7 Tipps. Punkt Nummer 1. Gesund, ausgewogen, bedarfsgerecht ernähren. Nona nicht. Das ist im Prinzip genau das, was ich da jetzt beschrieben habe. Das sind die Bestandteile, woraus eine gute Ernährung besteht. So, das heißt, wenn ich das schaffe, habe ich schon einmal Punkt 1 abgehakt. Punkt Nummer 2, wir alle, beziehungsweise die, die bei ROC TV regelmäßig mit dabei sind, die wissen, es gibt genau 2 essentielle Punkte, die für unseren Körper, für die Regeneration und die langfristige Gesundheit wichtig ist. Punkt Nummer 1, Ernährung, haben wir uns gerade angehört. Punkt Nummer 2 ist der Schlaf. Wenn du auf Dauer zu wenig schläfst, dann gibt es mittlerweile auch ganz gute wissenschaftliche Untersuchungen. Schlafmangel auf Dauer korreliert auch mit der Sterblichkeitsrate. Das heißt, es sind Dinge, die eventuell ganz gut miteinander zusammenhängen. Das heißt, wenn wir aber schauen, dass wir ausreichend schlafen und ausreichend regenerieren, dann hat auch das Immunsystem bzw. unser Körper Zeit, sich wieder die Speicher aufzufüllen und sich wieder fit zu machen. Genauso wie nach einem harten Training, wenn ich einen Muskelkater habe, brauche ich 1, 2, 3 Tage, dass sich der Körper regeneriert. Und dazu zählt eben die Ernährung und der Schlaf. Das heißt, schaut auf eure Schlafhygiene. Ich habe da hergeschrieben, Stress durchgestrichen, das sind genau die Dinge. Der Körper, wenn er gut schläft, wenn es ausreichend Schlaf habt, könnt ihr die Stressfaktoren im Alltag möglichst gut kompensieren. So, da sehe ich gerade, der Norbert ist auch wieder mit dabei. Herzlich willkommen. Sehr fein. Michi ist mit dabei, Sigrid ist mit dabei. Herzlich willkommen. Punkt Nummer 3 haben wir schon gehört, ausreichend Flüssigkeit, Bipi-Test. Immer bei den Damen oder bei den Herren ist es am einfachsten, die können das im Stehen machen. Wobei zu Hause ist zu empfehlen, trotzdem niedersitzen, wenn man das alles selbst wieder wegputzen muss. Und bei den Damen, die können halt dann später dann nachschauen. Genau. So, und dann haben wir jetzt Punkt Nummer 4, das kennen wir auch schon. Unsere Schnittstellen nach außen sind im Prinzip unsere Schleimhäute. Das sind die Nasen, das ist der Mund, das sind die Augen. Und Punkt 4 handelt um die Hygiene, wo wir genau diese Schnittstellen versuchen, hygienisch und Anführungszeichen zu halten. Das heißt, das sind die Dinge, die auch auf Social Media von der Politik in den Nachrichten rauf und runter gezählt werden. Das heißt, schauen wir, dass wir unsere Händchen sauber halten, schauen wir, dass wir nicht irgendwo bei einem öffentlichen Gebäude auf eine Türschnalle fassen und dann überall uns angreifen. Das sind genau die Dinge. Das heißt, regelmäßig Hände waschen, schauen, dass man sich ab und zu mal desinfiziert und schau, dass man einfach sich nicht mit die Hände überall im Gesicht herumfährt. Und damit kann man einfach schon einmal diese Übertragung relativ gut unterbrechen.
Aber das Spannende ist, dass man im Alltag, da muss man sich mal speziell selbst anschauen, wie oft man sich eigentlich im Gesicht herumfährt. Das heißt, es ist überraschend oft und oftmals kriegt man es gar nicht mit. Das heißt, da ist einfach Vorsicht geboten, lieber einmal zu viel Hände waschen wie zu wenig. Und da gibt es noch einen kleinen Tipp. Wenn ihr euch immer desinfiziert, werdet ihr merken, irgendwann wird die Haut extrem rissig und spröde. Warum? Desinfektionsmittel entfernt auch die Fettschicht auf der Haut, bedeutet, irgendwann, wenn immer wieder die Fettschicht abgetragen wird, der Körper versucht es nachzuproduzieren, wird die Haut immer rissiger und spröder. Kann dann das sein, dass das auch hier Tür und Tor öffnet, dass genau durch diese Risse dann in die Haut gewisse Dinge eintreten können. Das heißt, die Empfehlung, das ist auch die, die man so nachlesen kann, Hände waschen, mit Seife waschen, schön gründlich, dann bleibt nämlich die Fettschicht enthalten und das ganze Ding kann arbeiten, sprich die Haut hat die Fettschicht drüber und kann auch gesund bleiben, unter Anführungszeichen. So, Michi schreibt, mit Tanja, oh, die Göttergattin ist auch mit dabei, freut mich sehr, ja, coole Sache. Punkt Nummer 5, keine extreme Einschränkung der Kalorien, was bedeutet das? Und zwar habe ich da auch schon hier hergeschrieben, Diät. Jede Diät, jede Kalorienrestriktion ist für den Körper ein großer Stressfaktor. Cortisol beispielsweise, Stresshormon, steigt an. Je mehr Stress unser Körper hat, desto anfälliger ist er für Infektkrankheiten. Bedeutet, vor allem die, die jetzt da mit dabei sind, zum Beispiel die Sigrid Huber ist mit dabei, eine unglaubliche Ultrasportlerin, was die schon alles gemacht hat. Genau solche Ultrasportler und Ultrasportlerinnen sind aber nach langen Trainingseinheiten besonders anfällig für Infekte. Warum? Weil einfach mehrstündige Einheiten für den Körper sehr großer Stress sind. Genauso wie harte Powerlifting-Einheiten, so wie es bei mir ist, wo einfach der Körper einen extremen Stress von außen erfährt. Und direkt nach dem Training ist man dann eben besonders gefährdet, dass man, weil das Immunsystem eben ein bisschen, nicht runtergefahren ist, sondern belastet ist, formulieren wir es so. Und ein belastetes Immunsystem kann eben nicht so reagieren, wie eines, das voll auf Takt ist. Das heißt, direkt nach dem Sport in großen Menschenmengen zu sein, Hände schütteln und so weiter, das ist einfach ein großes Risiko, wo man dann solche Infekte übertragen kann. Einerseits eben Kaloriendefizit, also eine Diät, das ist auch eine Belastung für den Körper, aber auch große sportliche Belastungen. Man aktuell gibt es in Österreich, ich weiß nicht, wie es bei den deutschen Kollegen ist, in Österreich haben wir ja quasi Quarantäne ist jetzt überzeichnet, aber wir sollen alle zu Hause bleiben. Da können wir jetzt nicht stundenlang herumtrainieren. Fitnessstudios sind ohnehin geschlossen. Das heißt, da schränken sich diese Risikofaktoren schon ein. Aber es gibt sicher den einen oder anderen Ultrasportler, der viele, viele Kilometer unterwegs ist und dann hat er eben direkt nach dem Training die Gefahr, in Anführungszeichen, dass das Hormonsystem, das Immunsystem nicht auf voller Kapazität läuft und die Anfälligkeit daher höher ist wie normalerweise. Punkt Nummer 6, und da habe ich euch jetzt eine Grafik unterschlagen, und zwar möchte ich da noch was dazu sagen. Punkt Nummer 6, Bewegung. Und zwar gibt es da diese Grafik, ich habe ja gerade von den Ultrasportlern erzählt, und die sind einfach ein Beispiel dafür, warum, weil einfach die Trainingszeiten extrem lang sind. Im Krafttraining kann man gar nicht so viele Stunden trainieren, weil man dann irgendwann kaputt ist. Im Ultrasport, erstens muss man da mal im Köpfchen mental stark sein und wenn man das dann durchzieht, naja, dann ist es eine entsprechende Belastung für den Körper. Ich habe euch da die sogenannte J-Kurve mitgebracht. Warum? Naja, weil es ausschaut wie ein J. Wir haben hier auf der X-Achse das Risiko, oder nicht das Risiko, sondern die Intensität von Trainingseinheiten. Gering, mittel, hoch. So, und hier haben wir das Risiko, Durchschnittsrisiko. Je höher das nach oben geht, desto höher ist die Infektanfälligkeit, unter Anführungszeichen. Und diese Kurve sagt im Prinzip nichts anderes. Je intensiver unsere Einheiten sind, je intensiver wir Sport betreiben, und hier beispielsweise wären Hardcore-Powerlifting-Einheiten beispielsweise oder Ultrasportler, Wettkampfsportler, all die sind da in dem Bereich. Und da sieht man einfach, dass die Infektanfälligkeit deutlich über dem Durchschnitt liegt. Und das ist einfach so ein Kürfchen, das kann man ganz gut recherchieren, gibt es auch eine gute wissenschaftliche Basis dazu. Da sieht man einfach, dass Sport gut ist, Bewegung ist gut,
aber alles mit Maß und Ziel. Und umso intensiver man das macht, desto größer ist schlicht und einfach die Infektanfälligkeit. Das ist nur ganz spannend zu wissen. So, genau, Bewegung habe ich gerade gesagt, was auch ganz wichtig ist, Stichwort Vitamin D. Vitamin D heißt zwar Vitamin, ist aber hormonähnlich unter Anführungszeichen und bewirkt bei uns im Körper ganz viele, viele positive Dinge. Man hört immer, dass wir Mitteleuropäer, wenn wir meistens im Büro herinsitzen, unterversorgt sind bezüglich Vitamin D. Das heißt, das kann natürlich sein. Meine Empfehlung ist da immer, den Spiegel testen lassen und schauen. Und wenn der Spiegel zu gering ist, dann kann man das Ganze supplementieren. Vitamin D-Supplemente sind überschaubar oder eigentlich sehr, sehr günstig vom Preis, wenn man vor allem betrachtet, was dieses Vitamin bei uns im Körper alles Positives anrichtet. Ja, und der siebte Punkt, denkt man sich vielleicht, warum sollten die Punkte jetzt da sein? Rauchen und Alkohol, da bin ich wieder genau bei diesen Stresspunkten. Ein Achterl in Ehren oder mal eine Zigarette, das Stück macht wahrscheinlich nicht das Krautfett. Wie immer, die Menge macht das Gift. So, und wenn ich viel rauche, viel Alkohol trinke, dann sind das einfach externe Stressfaktoren, die auf unseren Körper wirken. Beispielsweise Alkohol ist nichts anderes als Nervengift. Der Körper versucht, dieses Gift nach außen zu bringen und somit einfach eine Belastung fürs Immunsystem, für den Körper. Sprich, er ist damit beschäftigt, das Ganze abzubauen. Beim Rauchen genau das Gleiche. Das ist eine Wirkung von außen, die der Körper versucht, irgendwie abzuwehren. Und jeder Stressfaktor von außen, und das kann wie gesagt auch die Bewegung sein, die anstrengende Trainingseinheit, jede Belastung von außen ist eine Belastung fürs Immunsystem und kann somit unser Immunsystem nicht stärken, sondern eher schwächen. Und je mehr wir diese Stressfaktoren von außen versuchen auszuschalten, desto besser wird es für unser Immunsystem sein. Und damit unser Immunsystem, wie gesagt, stark ist, ist eben genau das Ernährungsthema wichtig und dass wir ungefähr diese Punkte draufschauen. Das Ganze, diese Liste ist nicht erschöpfend, natürlich, man kann das alles immer weitermachen. Und das sind die Dinge, die aus meiner Sicht im Alltag wahrscheinlich einmal 90%, 95% gut machen. Vielleicht hast ja du oder habt ihr noch den einen oder anderen Tipp, das wäre spannend. So, der Michi bzw. Tanja schreibt, darum hat Michi heute 30 Tropfen Vitamin D bekommen. Ja, sehr gut. Vitamin D-Versorgung ist gesichert. So, und das waren im Prinzip all die Punkte, die sicher oder die gut dazu beisteuern, damit das Immunsystem funktioniert. Und am Ende des Tages kann man sagen, all diese Dinge habt ihr wahrscheinlich gewusst. Und genau das ist das Spannende. Es ist jetzt kein Hokuspokus, Immunsystem stärken. Ihr braucht auch kein spezielles Nahrungsergänzungsmittel, das euch komplett gesund macht. Außer natürlich das Rockspot-Eiweiß. Na, Scherz. Ihr braucht es im Prinzip nur mit Körpergefühl und mit einer guten Ernährung auf den Körper schauen. Gesunde Ernährung, haben wir vorhin schon gesagt, wir brauchen da nicht all diese einzelnen Vitamine supplementieren, sondern wir schauen einfach, dass unser Körper all das bekommt, was er braucht. Training, sprich Bewegung, Ernährung, Erholung und natürlich müssen wir auch im Kopf fit sein. Wenn wir alles immer schlecht reden, alles negativ sehen etc., dann wird sich über kurz oder lang das auch manifestieren. Und deshalb sind genau, wie gesagt, diese vier Punkte wichtig. Ernährung, Bewegung, Erholung und die mentale Stärke. Und all diese vier Punkte, die findet ihr in dieser Liste drin. Und für die, die schon beim Rockprinzip mit dabei sind, mein Online-Coaching, genau darauf basiert auch das Rockprinzip. Diese vier Säulen, das sind genau die, die wichtig sind, damit wir auf Dauer leistungsfähig sind. So, das war's von meiner Seite. Wenn da für euch was Spannendes dabei war, dann freue ich mich auf ein Herz, ein Like, ein Wow. Das ist die Währung, mit der Facebook bezahlt wird. Dann weiß ich, okay, die Inhalte, die ich da für euch aufgearbeitet habe, die sind für euch spannend. Und gerne freue ich mich auch über den einen oder anderen Kommentar, wie euch die Folge gefallen hat. Habt ihr vielleicht noch eine Ergänzung? Habe ich vielleicht mit diesen 7 Punkten noch was ganz Wichtiges übersehen? Dann schreibt mir das bitte da unten in die Kommentare rein. Dann können wir uns gegenseitig weiterhelfen. Denn ich bin auch nicht allwissend. Ich kann immer gut recherchieren. Ja, aber vielleicht gibt es ja das eine oder andere, wo ihr noch einen Tipp für mich habt, beziehungsweise einen Tipp für uns. Denn wenn ihr da einen Kommentar reinschreibt, können ja die anderen das auch mitlesen. Vor allem nicht nur die, die da live mit dabei sind, sondern die meisten sind ja die, die sich die Aufzeichnungen anschauen, zum Beispiel auf YouTube. Und wenn da die Kommentare dann auch mit dabei sind, dann ist es am allerbesten. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ohren steif halten auch
In Zeiten wie diesen, die werden vorbeigehen und wir werden das Ganze schaukeln. Schauen wir auf uns gegenseitig, schauen wir aber auch auf uns selbst mit genau den genannten Punkten und dann wird die Sache gut funktionieren. 100%. Ja, Manfred schreibt, wie immer super, herzlichen Dank. Und ich sende ganz spezielle Grüße an den Reinhard nach Jordanien in das Zelt. Freut mich wirklich, dass du mit dabei warst. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Komm wieder gut nach Hause. Bis bald. Und euch wünsche ich einen schönen Abend. Und sende liebe Grüße bzw. biologische Rocksports-Grüße zu euch nach Hause. Ciao, ciao.